Da müssen wir Musik einspielen, damit er endlich aufhört. Ja, genau. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2022 Game Awards. Mit euch ist der Seth heute. Und wieder mal der Bo. Er sagt wieder mal, aber das ist so etwas von selten. Auch der Seth. Ist es selten. Fast nie mehr, wo in diesem Podcast redet. Hey, wer hat es geschaut? Wir haben es natürlich geschaut. Extra für euch sind wir live mit dabei gewesen, haben die Nachtüre gemacht, haben gelitten. Heute haben wir Augenring. Wie Waschbären. Ja, wie Waschbären. Das, obwohl ich die letzte Nacht vorher schon nicht ja, so viel geschlafen habe. Ich musste Anime durchbingen. 24 Episoden am Stück. Und das war morgen um 4:30 Uhr. Da kommt ein neues Entschied. Ich habe ja abgemacht. Genau. Ich kann gar nicht ausschlafen. Aber das wird eine Podcast-Folge geben, der Anime. Da habe ich nicht umsonst so weit gepinscht. Der war super spannend gewesen. Ich sage es euch, es ist nicht einfach in unserem Alter. Genau. Es ist einfach keine Zeit zum Schlafen. Voll. Ja, und jetzt die Nacht wieder. Volles Programm gehabt. Mhm. Ich habe es nicht früher als... Oh, was ist es gewesen? Wann bin ich gekommen? Dann ist es nach Mitternacht. Mais bin ich erst bei dir eingetroffen. Ja. Noch geschäftlich abgebrochen und Zeugs und ja. Sachen. Und dann haben wir es uns gerade durchgezogen, von Anfang bis Schluss. Ja. Nachher sogar noch eine Zugabe gegeben. Ja. Und dort bin ich dann mal eins weggepennt während der Zugabe. Gut, aber es ist aber halt entspannend, sehr entspannend. Genau. Die Zugabe. Stimmt, ein bisschen meditativ fast. Ja. Ja, und dann, was wir heute vorhaben, unser Plan ist, die einzelnen Kategorien durchzugehen, schnell sagen, was der Gewinner war, ob da irgendetwas uns überrascht hat oder wie auch immer, was wir dazu halten. Und dann die Haufen Neuankündigungen und Trailer, die es dazwischen gegeben hat, haben wir uns ein paar notiert davon, die uns irgendwie... angesprochen haben, ins Auge gestochen, die wir gefunden haben, yes! Genau. Endlich kommt wieder etwas. Oder what the fuck. Ja, fangen wir an. Von der wenigsten, wichtigsten Kategorie sage ich jetzt einfach mal. Und das wäre das beste E-Sport-Event. Zur Auswahl haben wir was gehabt? Evo. Mhm. Das ist ja das Prügelspiel... Tournament, wo so ein bisschen viel so Fighting Games gespielt werden, dort, wo da der legendäre Evo irgendetwas Event war, wo der andere diesen besiegt hat und keine Ahnung mehr, wie es geheißen hat. Also, absoluter Müll. Aber wenn jemand von euch findet, boah, du schnurst wieder Scheiße, wie so oft, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Genau. Ich tue es gerne auseinandernehmen das nächste Mal. Ich weiß nicht mal, was Evo ist. Ich kann es nicht. Nicht? Nee. Das ist schon ein... Keine Ahnung, ich glaube, da geht es schon ewig. Evo, was ist... machen sie dort? Aber dort haben sie so die grössten Fighting Games, wo es dort quasi wie Weltmeisterschaft hat. Aha, ah ja, E-Sports-Event. Evo ist nicht einfach ein Game und das ist das Event zu dem Game, sondern es sind einfach mehrere Games und so zusammen. Okay, alles genau, klar. Genau, so der Mario, wie heisst das für Mario Fight? Ja, jetzt haben wir es verpasst. Die Chance, mir zu sagen, boah, du schnurst wieder Bullshit. Jetzt müssen wir halt auf die nächste abwarten. Dann haben wir League of Legends Weltmeisterschaft. Da weiss man, ist seit Jahren einfach immer ein gewaltiges Event. Aber länger das? Dann PGL Major in Antwerpen, nehme ich mal an. Also kann man nicht aussprechen, kann nur scheiße sein. Man kann keinen blassen Schimmer, was das ist. Antwerp, was ist das? So irgendwie Ameisen-Simulationsrennen? Nein, ich hätte jetzt gedacht, das ist Antwerpen oder wie es heisst. Das ist doch irgendein so ein Ort in Holland, nicht? Ja, irgendwie. Wahrscheinlich schon. Und PGL, eigentlich würde das so noch Golf nehmen. Ja, voll. Profi-Golf-Liga. Ja, ja.
Aber so viele Golf-Games haben wir jetzt auch. Aber vielleicht ist es auch Pro-Gamer-League. Ah, wenn wir schon so in dem Kontext bleiben. Genau. Aber vielleicht könnte es auch etwas mit Fußball sein. Ja. Wobei das hier nebenan, das sieht noch ein bisschen mehr nach Fußball aus. Ja, das wäre die 2022 Mid-Season Invitational. Hä? Invitational? Ist das ein Event? Das könnte auch irgendetwas so Dota-mässig sein, könnte ich mir auch noch vorstellen. Das könnte auch ein Dota sein, aber das ist ein grusiger Pokal. Und dann Valorant Champions? Das Valorant. Ich habe es nie gespielt. Natürlich auch. Wo das Ganze gelaufen ist, habe ich eigentlich auf Valorant getippt. Was habe ich dir gesagt? Hast gesagt, LOL oder Valorant. Ich glaube es, gell? Aber die Geschichte ist halt einfach... Weil LOL ist so der einzige Event, der mich noch interessiert. Er ist halt einfach gross und grandios und der genau, ist halt einfach ist immer. Und er ist interessant und er ist gut kommentiert und er ist einfach super. Stimmt. Auch vom Kameratracking und allem drum und dran, es ist einfach immer Action. Es ist und super kommentiert, halt wirklich wie ein gut kommentiertes Sportspiel. Bei Valorant aber halt, weil es halt ein bisschen neuer ist und ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass man etwas ein bisschen ins Wasser kann abreichen kann. Aber es ist halt einfach LOL, bleibt einfach LOL und halt einfach, da ist so viel Stutz schon drin, das musst du erst mal toppen können. Genau, und darum, der Gewinner ist LOL. Ja, ich habe halt Valorant, das hat mich irgendwie nie gereizt von Anfang an. Ich habe so, boah, ein Counter-Strike-Klon mit noch irgendwelchen, keine Ahnung, was die haben, Magie oder was für komische Fähigkeiten, übernatürliches Zeug oder was auch immer die da einsetzen. Irgendwelche Special Skills. Ah, wenn ich einen Shooter spielen will, dann spiele ich Counter-Strike. Wenn es etwas muss, dann brauche ich nicht noch irgendwie Fantasy, keine Ahnung, was für Elemente drin nennen. Und irgendwie hast du einfach nicht so viel gehört von Valorant irgendwie. Und dann gefunden, das ist wieder ein bisschen versanken in seiner Dings. Du gehörst nicht mehr so viel damit. Das ist im Gegensatz zu dem riesen Hype, der im Vorfeld damals gekommen ist, von Valorant, eine grosse neue Zeit. Ja, gehen wir in die nächste Kategorie. Und zwar wäre das Best Esports Coach. Und Dane, muss ich natürlich sagen, haben wir natürlich eine super Expertise gehabt. Weißt du noch, wer du gesagt hast? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe echt den Doom Bros gesagt. Und dann noch lustig getönt. Ich weiss es im Fall nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall hat der Matthews Fasuka! Genau. Und ich da, ich hätte keine Ahnung gehabt, wie man das ausspricht. Aber ich habe Fasuka. Was ist der von Valorant Team Loud? Und ja, dort, wie gesagt, Expertise gleich null, keine Ahnung von E-Sports Manager. Ich komme nicht viel mehr Ahnung von E-Sports Teams. Ein paar Namen, die ich kenne, die ich schon gehört habe. Cloud, wie haben sie geheißen? Cloud 9 und. Ja, aber sonst keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, jetzt muss ich den Namen lesen, da nebenan, der Robert Robin Dahlström. Das war doch so der Wikinger-Part. Der Wikinger-Part? Nein, das war nicht eine kurze Wikinger-Einlage gewesen. Also musikalisch hat es einen Wikinger gehabt. Und sonst, wenn ich aber so schaue, wie die heissen, dann hätte ich auf den Dongbing getippt. Der Go-Score Dongbing. Genau, voll der Serious Man da mit dem Anzug und Krawatte. Ja, nächste Kategorie. Best Esports Team. Und ja, wie gesagt, da hätte ich nicht wirklich viel Ahnung gehabt. Nein, ich auch nicht. Zur Auswahl haben wir gehabt Dark Zero Esports, FaZe Clan, Gen G, Latifs und Loud. Ist das nicht LA Thieves? Ladies. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber Hammer. Meinst du? Ja, aber Latif, du kannst doch einfach so, wäre doch genug Wolk. Genau.
Ich bin nicht mehr sicher, habe ich dort sogar aus Versehen ein richtiges Team gesetzt? Du hast ein richtiges Team gesetzt. Ich glaube, ich habe einfach mal laut gesagt, obwohl ich keine Ahnung habe von nichts. Und per du Zufall. Hast 100 Mal das richtige Gesetz gehabt. Ich hätte gestern gleich das loskaufen sollen, am Kiosk, und ich auch wollte zuerst. Scheiße, ja. Ja, das sind die Teams gewesen. Gehen wir weiter, nächsten, wo wir vielleicht, nein, da haben wir nicht viel mehr Ahnung. Nein. Best E-Sports Athlete. Ich meine, das geht ja schon nicht einfach im Titel. Wie meinst du? Keiner von denen macht einen Rückwärtssalto. Muss er das? Als Athlet schon. Aber nicht als E-Sports Athlet. Ja, sagen wir ihm einfach E-Sport. Dort machen jetzt ganz viele Saltos rückwärts vielleicht. Ja, im Gaming schon. Ja, dort haben wir ein paar Leute. Der Joey, der Faker, Kerrigan, Simple und der Jay. Und dort habe ich, glaube auch gesagt, ja. Der Jay, ja, logisch, oder Jay, oder wie auch immer. Und, ja, und er hat auch gewonnen von, ja, Team Cloud9. Und kommentiert haben wir es mit LOL. Ja, genau. Im Spiel Valorant, ja. Ja, da habe ich, glaube ich, so einen Namen habe ich schon gehört, der ein oder andere Faker oder so, sagt mir etwas zum Beispiel. Jovi habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Und, aber ja, mir als mal gehört auch nicht. Anstatt Athlet müsste man sagen, beste E-Sports Fingers. Höchste Kategorie. Wir haben die besten Finger, ich sage das. Ja, ja, gut, das stimmt. Best E-Sports Game. Da kommen wir schon ein bisschen zu mehr Expertise dahinter, obwohl ich falsch gelegen bin. Ja, ich auch. Wir haben Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Rocket League und Valorant. Ich weiss gar nicht, ob ich dir auch LOL gesagt habe. Du hast LOL gesagt, ich habe auf Counter-Strike gesagt. Und es ist Valorant. Und es ist Valorant das Mal, ja. Genau. Schizophren. Schon ein bisschen. Nächste Kategorie. Most Anticipated Game, also das meist erwartete Spiel. Und da bin ich auch überrascht worden. Ja. Wir haben zur Auswahl gehabt. Final Fantasy 16. Hogwarts Legacy. Resident Evil 4. Starfield. Und The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ich habe ja gefunden, Starfield ist ein Game, das mega gehypt wird, das so ein riesengroßes Weltraumspiel sollte werden von Bethesda, wo früher mal gute Rollenspiele gemacht hat und die Hoffnung nicht verloren ist. Oder was halt auch eine riesen Fanbase hat. Ey, absolut. Hogwarts Legacy, wegen den ganzen Bücherfans, den ganzen Filmen und Franchise, alles was dazugehört. Ich habe Hogwarts gesetzt. Und wer hat gewonnen? The Legend of Zelda. Wir sind baff gewesen. Absolut. Das hätte ich voll nicht erwartet. Aber es ist einfach nur Nintendo und sie rocken wieder mal irgendwie mit. Scheint es so. Aber das ist einfach 90% von der japanischen Bevölkerung, die das schaut und alle stimmen da. Ja, es muss so etwas sein. Gehen wir zu der nächsten Kategorie. Best Adaption. Beste Adaption. Also irgendein Spiel, wo umgesetzt worden ist in ein anderes Medium. Da haben wir zur Auswahl Arcane, League of Legends. Das Anime, wo von Netflix veröffentlicht worden ist. Dann Cyberpunk Edgerunners, ebenfalls Anime auf Netflix. Die Cuphead Show, auch Netflix. Habe ich gar nicht gewusst, dass das gibt. Sonic the Hedgehog 2, Film von Paramount Pictures. AS 2, habe ich das schon gesehen? Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob ich den schon gesehen habe. Ich habe es gesehen. Ich kann es nicht mehr sagen. Und den haben wir Uncharted von Sony. Genau, den habe ich gesehen, da weiss ich. Ja, ich habe mich gut unterhalten gehabt. Ich fand, ja, es ist gut gemacht, noch so mit Effekt und Kulissen. So rein von der Adaption von all diesen Filmen, ich meine, Sonic hat ja 2 Anläufe gebraucht. Ja, grundsätzlich. Sie müssen auf Fanbase hören. Ja. Cuphead ist eigentlich, wenn du so willst, eine 1:1 Adaption. Cyberpunk Edgerunner, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das habe ich gesehen, noch nicht ganz fertig. Und es hat mich mega gehypt bisher. Arcane habe ich auch gesehen und habe gefunden, die Geschichte ist cool. Aber jetzt. Das habe ich noch Adaption, nicht gesehen. Adaption, ja. Ja.
Die beste Adaption habe ich gefunden, Uncharted. Einfach, weil der Drake halt der Drake ist in dieser Rolle und es ist einfach gut. Mhm. Ich habe gefunden, also rein von der Adaption hätte ich jetzt auf Uncharted. Ich auf Cyberpunk, weil es hat nur schon so geile Tracks drin und das ist ein Anime, wo auch eine von der nächsten Folgen wird behandelt werden. Und zwar gerade mit Arcane zusammen, weil das beides geile Game-Umsetzungen sind in Anime-Form und ich als Anime-Otaku muss natürlich unbedingt über die reden. Und ich habe nur gehört bisher von vielen Seiten, dass Arcane soll super sein. Aber selber noch nicht geschaut, aber Cyberpunk soweit und bin voll gehypt und gefunden, ich muss Cyberpunk nochmal, aber ich habe es noch nicht fertig geschaut, nochmal von vorne anschauen, alle Folgen und anschließend gerade Arcane noch durchbingen und dann gerade, wird es gerade eine Podcast-Episode über beide Titel zusammengeben. Und ja, und überraschenderweise hat dann wer gewonnen? Arcane. Voll, also muss der wirklich noch gut sein. Ich bin gespannt, weil mit eben League of Legends habe ich nicht viel am Hut gehabt. Ich kann es mit Charakteren nur mehr so ein bisschen vom Aussehen her und so. Universum war nicht gross, die Story dahinter und so. Aber zwischen Arcane und Uncharted nach wie vor finde ich Uncharted. Mhm. Cyberpunk weiss ich nicht, weil erstens mal muss ich es Anime schauen und ich muss mal Cyberpunk mittlerweile bugfrei zocken. Das muss ich auch noch ein bisschen zacken in nächster Zeit, habe ich auch noch vor. Und dann doch mal die Hauptstory abschließen. Und eigentlich wird ich alles durchziehen, alle Quests machen. Ja, gehen wir in die nächste Kategorie. Beste Debut-Indie. Und da steht zur Auswahl, wo ich auch viel davon gehört habe, Neon White. Ist, glaube ich, im Microsoft Game Pass in, meinte ich es. Ich bin jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Oder etwas auf Steam kaufen, weil es aber auch noch ein bisschen gehypt worden ist. Neon White ist im Fall gut möglich, ich glaube. Ich habe das gesehen. Genau, ich meinte eben auch. Da haben wir Norco. Mhm. Kein blasser Schimmer, was das ist. Noch nie gehört irgendwie. Unser bekannter Titel Stray, wo wir auch unsere schöne Folge darüber gemacht haben. Der wäre im Game Pass und im Playstation. Ah, ist im Game Pass ja. Auch? Ah, okay. Da haben wir... Tunic. Kann ich auch nicht wirklich. Und bei Vampire Survivors habe ich so gefunden, wo der Titel kam, ist ich so, ein Vampire Survivors, was habe ich da verpasst? Und dann nachher zeigt es das Game. Und dann weisst du einfach, das so zwei ist ein Lückenfüller. Pixel-Look. Ja. So ausgesehen, als ob es irgendwie vor 30 Jahren rausgekommen ist. Voll. Und eben das einzige Spiel, das ich gespielt habe, war Stray. Ja. Und das habe ich gefeiert. Ja. Und natürlich habe ich dort darauf gewettet. Und tatsächlich, der Gewinner ist Stray. Ja. Schlussendlich. Ja. Aber in dieser Liste und auch die Games, die wir nicht kennt haben, wir haben ja schnell gesehen. Also wir haben ja schnell drei gesehen. Aha. Das ist eigentlich ganz klar, wer das als Gewinner daraus rausgeht. Ja, qualitativ hätte ich auch gesagt. Ja. Voll. Dann gehen wir zu Content Creator of the Year. Könnte irgendwelche Streamer sein, Content Creator, die eine wichtige Rolle gespielt haben in der Community oder einen grossen positiven Impact gemacht haben in 2022. Und da habe ich natürlich meine volle Expertise ins Spiel gebracht. Ich habe genau niemand von denen gekannt. Ja, ich auch nicht. Wahrscheinlich habe niemand gehört. Und nope. Zwar haben wir den Karl Jacobs. Wir haben den Ludwig. Wir haben den Nibelian. Wir haben den Nobru. Und wir haben Cutie sollte das sein. Ja, Cutie ja. Cinderella. Wer kommt echt aus dem Namen? Nein. Aber ja, ich hätte einfach auf sie gesetzt, weil ich würde sie. Und ich denke, ganz viele andere denken auch so wie ich. So weit habe ich gar nicht überlegt. Auf jeden Fall, der Gewinner ist... Der Ludwig. Der Ludwig. Ja, der Wer auch immer das ist. Ein Man-Crush. Ja, keine Ahnung. Ja.
Beste Multiplayer. Hey, und da ist uns kürzlich wir hatten ein Call of Duty Modern Warfare 2. Klar, oder? Bäh, immer gewöhnt das. Ja, immer gewöhnt ja. Das. Bäh. Genau. Man kann Multiversus. So ein, was ist das, DC oder Marvel? Ja, ein DC irgend, also eigentlich so ein Warner Bros. Und dort kommt ja jenstes so, ich glaube auch Scooby-Doo und so, kommt von, keine Ahnung. Scheint so. So gemischte, ja, Multiversum, wo irgendwie zusammenkommen, irgendein MMO etwas. Ja gut, klar, Multiplayer. Ich kann blassen Schemmer, das ist schon. Ja, man muss so, auf jeden Fall reinschauen. Ja, ich nicht. So ein Zeugs, so Superhelden, Zeugs, ich muss das einfach gesehen haben. DC Games, das reizt mich gar nicht. Ich muss einfach mal so, was das gesehen ist. Das ist du, kannst mir den zeigen. Dann haben wir Overwatch 2, altbekannte Nachfolger von 1. Ja. Habe ich jetzt aber nicht so viel drauf gesetzt, ja, weil es halt ja. Ein bisschen die Kritik ist halt, ja. Overwatch 1.2, wieso machst du das 2.2? Ja, nein, ja gut, das habe ich schon vorher nicht gecheckt. Niemand hat das ist noch halber Early Access mit den Helden irgendwie, ja, die zum Teil nicht kann spielen, weil sie noch Probleme haben. Das ist doch einfach Schwachsinn. Ja, voll, habe ich auch das Gefühl. Und glaube auch wieder ein riesenhure In-Game-Shop mit, ich weiß auch nicht, wie viel Kohle ich ausgeben kann. Ja, logisch, wenn man sogar kostenlos rausgeben. Genau. Dann haben wir Splatoon 3 gehabt. Und Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Das ist richtig fun. Und dort habe ich so gedacht, so, was ist das? So ein zweites Turtles-Spiel, wo irgendwie das Gefühl hatte, das ist ein Remake von einem alten Turtles-Spiel oder so. Ja, wie Splatoon, gang auch weg aus dieser Liste, du behindert. Ja, Ich hätte jetzt gesagt, Call of Duty. Ja, jeder hat auf Call of Duty tippt. Und schlussendlich, genau, schlussendlich gewonnen hat. Das Splatoon 3. Voll. Also ja, sie sind beide überrascht gewesen. Gut, aber nach dem Zelda ist dann nachher klar, ja, dass genau. Einer hauptsächlich Japaner da Abstimmung teilnimmt. Genau. Und dann kommen wir zur Kategorie Bestes Sportspiel oder Racing Game. Und das ist, finde ich, schon komplett verkehrt. Weil entweder machst du Sport oder Racing, aber du hast nicht mischen. Aber wir haben F1 22. FIFA 23. NBA 2K23. Hättest du jetzt sagen, 24, dass es aufgeht. Ja. Gran Turismo 25. Ja. Gran Turismo 7. Und Olli Olli World. Bei Molly Olli World bin ich eigentlich auch nicht so Fan davon, dass das auf dieser Liste auftaucht. Das ist ein berechtigt gutes Indie-Game eigentlich. Nach Olli Olli und Olli Olli 2 ist ja absolut fantastische Erweiterung. Aber darf das da in dieser Liste dabei sein mit all diesen E-Sports-Games, die wir da draussen sonst noch haben? Also Sports-Games. Ich meine, es geht ja immer noch Pro Golf. Genau. Es gibt noch das Cricket. Hinter machen gar nicht mit an den Abstimmungen. Sonst wäre das Cricket dabei. Ja, ich habe dort eigentlich auf FIFA 23 tippen gehabt. Ja, habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen eine sichere Wahl. Mhm. Aber wir sind daneben gelegen. Ja. Ist okay, ich habe nichts dagegen. Nein, absolut nicht. Du gewonnen hast schlussendlich Gran Turismo 7. Ein fantastisches Game eigentlich. Möglicherweise schon. Ich habe es nicht gespielt. Es ist das Game, das ich bei mir auf der PlayStation 5 habe. Ah, schon. Ja, oh, PlayStation, ja, stimmt, 5 stimmt, ja. Bekommen und bin ja jetzt auch PlayStation wieder Mensch. Genau, willkommen im Club der coolen Kinder. Scheiße. Und danach. Und das Gran Turismo ist gerade hure geil für zum einfach die neue Controllerfähigkeit. Ich meine, jeder Motor ist unterschiedlich. Du spürst, wenn es nass ist oder so, wenn die Räder durchdrehen und so. Du spürst geil. Es eigentlich am Controller. Und je nach Auto ist Gas gleich ein bisschen härter oder was auch immer. Und beim Schalten spürst du einfach, es klackt alles. Und du kannst lenken, weißt du, so, du weißt, wie das bei mir ist mit
Racing Games und Controller. Ich kann in ein Racing Game reinhocken, VR, und ich reisse da. Sobald es VR ist, reisse ich es. Sobald ich das Lenkrad habe, reisse ich es. Mit dem Controller geht es 3 Sekunden und ich fahre den Leitplanken entlang. Und da beim Gran Turismo, als ich gestartet habe, und so denke, toll. Es war halt das Bundle, das war dabei. Mm-hmm. Ich fand es toll. Geht es 3 Sekunden und ich hocke in den Leitplanken. Und es war effektiv nicht, weil ich einfach mit dem Gyro vom Controller lenken konnte. Von dem her eine saubere Erfahrung, ganz ehrlich. Nächste Kategorie: beste Simulation /Strategie. Nehmen wir zur Auswahl Dune Spice Wars. Spannende Geschichte, das Dune Spice Wars. Wir haben das nachher noch kurz recherchiert. Es scheint ein MMO zu sein, wir haben es nicht gekannt. Ah, oh, nein, das ist nicht das. Ist das nicht das MMO? Nein, es ist ein anderes Dune. Ah, oh, shit. Also, dann haben wir noch Mario und Rabbit Sparks of Hope. Total War Warhammer 3. Das hat das spannend ausgesehen. Doch, das ist das Warhammer, wo geil ausgesehen hat. Ich glaube. Also. Dann haben wir Two Point Campus gehabt. Und Victoria 3. Und boah, ich weiss gar nicht, haben wir da in der Stimme abgegeben. Also ich muss mich jetzt nicht mehr erinnern. Für mich, wenn ich das anschaue, den Titel, hätte ich jetzt gefunden, ah, mich interessieren alle drei nicht, tut mir leid. Ich habe Warhammer noch so ein bisschen cool gefunden. Mhm. Aber ja, ich hätte jetzt auch nicht können sagen, was da weiterkommt. Und eigentlich zieht sich das durch. Wieder wirklich, genau. Ist Mario Rabbit Sparks of Hope. Voll. Einfach Nintendo wieder. Dann haben wir zum besten Family Game. Dann ist die Entscheidung gar nicht so wahnsinnig schwer gefallen. Mhm. Wobei, im Auto wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir haben also ich bin wieder daneben gelegen. Wir haben angefangen mit Kirby and the Forgotten Land. Wir haben Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Mario und Rabbit Sparks of Hope. Nochmal. Nintendo Switch Sports. Und nochmal Splatoon 3. Und ich weiss gar nicht, was habe ich dort Splatoon gesagt, das mal echt? Du hast Splatoon gesagt und ich habe gesagt, ich würde jetzt sagen, Lego Star Wars ist sicher ein super gutes Family Game, wie alle Lego Games eigentlich. Aber das Skywalker Saga ist gerade ein ganzes geiles Hurenbundle. Das Vieri richtig, das ist ein richtig geiles Bundle. So, aber so, auch so wie es aufgebaut ist und wie man Land für Land kann auswählen und so ist. Das ist cool. Ja, und da ist eigentlich ein schwerer, weil wir haben 1, 2, 3 Nintendo Games, Kirby Sports und Splatoon, plus noch das Mario Rabbids, wo zwar von Ubisoft ist, aber gleich mit Nintendo drin. Und gleich vor allem hätte ich gedacht, dann eher Sports, Nintendo Switch Sports, weil das halt einfach ja, und schon auch ein recht cooles Family Game ist, grundsätzlich. Und dann hat sie es nachher gleich wieder vom Stuhl gehauen. Und du flüssig gekommen, der Gewinner ist. Kirby and the Forgotten Land. Aber ich muss sagen, Kirby ist halt schon cool. Gell? Also Kinder haben sicher Freude an Kirby. Ja, gut, stimmt, für Kinder, ja. Dann haben wir ein bisschen zu erwachsenigeren Spielen. Back for the Family Games. Zu den Best Fighting Games. Angefangen mit DNF Duel. Was auch immer das ist. Sieht so ein bisschen anime-mässig aus mit den Charakteren. Über zu JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Genau, das weiss ich einfach auch, dass es eine Anime-Umsetzung ist. Mhm. Muss auch noch einmal schauen, JoJo. Das ist einfach, der Anfang ist so streng und schwer. Nachher soll es dann gut werden wieder. Dann haben wir den King of Fighters XV, was ist das? 15. Dann haben wir wieder Multiversus. Und Sifu. Oder Sifu. 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 Und dann habe ich Sifu gesagt. Weil es ist halt, mir gefällt der Stil, es ist noch das Game, und ich bin nicht sicher, ob es sogar im Game Pass drin ist auch. Aber das möchte ich auch noch reinschauen, weil es hat auch so kleine, oh, so ein bisschen halt japanischer Touch, so mit dem Charakter, so kämpfen, und der Stil ist auch so speziell.
Und ich meine, das ist, glaube ich, der Titel, wo du beim Fighten, wenn du das Leben verlierst oder was, wenn du zu viel Prügel einsteckst oder wie auch immer, und quasi stirbst, kommst du, glaube ich, wieder vor, bist dann aber ein bisschen älter. Oh nein. Und mit jedem quasi ja, Tod wirst du immer älter und älter. Genau. Genau, ich meinte, das ist das. Und das hat mich schon vom Ding her gereizt, vom Setting her, mit den Funktionen da. Und den Stil finde ich aber auch noch cool. So, und so schlichte Prügelding irgendwie, aber gleich noch so speziell. Und ja, da bin ich wieder überrascht worden, wer gewonnen hat. Multiversus. Voll, mit dem Warner Brothers Game da. Mit Batman und Scooby-Doo. Ja, wo bist du? Jetzt haben wir wieder interessantere Titel. Beste Rollenspiel. Da haben wir natürlich grosse Titel wie Elden Ring. Live Alive. Dann Pokémon Legends Arceus, wie auch immer. Also wenn das gewonnen hätte, wären wir verdammt enttäuscht gewesen. Ich hätte dann einen Rückwärtssalto gemacht auf einem Strick. Genau. Es ist absolut qualitativ nicht verdienungswürdig. Nicht. Wer unsere Pokémon-Folge noch nicht gehört hat, kann an dieser Stelle reinlassen und dann weiss er, wieso wir die Meinung haben. Dann haben wir Triangle Strategy. Können ja auch gar nicht irgendwie. Aber der nächste. Xenoblade Chronicles 3. Und auf das habe ich gesetzt. Das wird mir jetzt auch noch am besten gefallen, zusammen mit Elden Ring, weil Xenoblade halt auch so Anime-Style ist. Aber ich habe noch keins von der Serie gespielt. Und bei den JRPGs und so ist mir meistens ein das Kampfsystem das, wo mich nicht so packelt. Und dann ist es durch Quälen, wenn du keine Cheats hast, zum Kampf skippen oder... Bei Xenoblade könntest du noch ein bisschen erstaunt sein. Schon? Mhm. Das war effektiv nicht der Part, den ich gehasst habe, wo ich schon stämmig saß. Das ist sehr gut. Okay. Ja, mal schauen, vielleicht muss ich gleich mal erst reinschauen. Mhm. Aber ja, es ist gross und gewaltig und so viel Drama und so viel Text und so viel Geschichte. Es hört nie auf, ich sage es. Es hört einfach nie auf. Und es ist unendlich. Das glaube ich. Das sind die japanischen Games noch gerne als ich. Auf jeden Fall, es gewonnen hat, nicht allzu überraschend. Schlussendlich, ja. Elden Ring. Mm. Das beste Action / Adventure Game. Da haben wir A Plague Tale Requiem, wie auch immer. Es geht auf Ragnarök. Horizon Forbidden West. Stray. Und Tunic wieder. Dawne. Das war ein bisschen klar gewesen. Ich bin nicht ganz sicher gewesen, weil im Vorfeld ist noch immer viel, es ist immer sehr viel gehypt worden über das Horizon Forbidden West. Und darum bin ich immer davon ausgegangen, wenn das vorkommen ist in einer Kategorie, dass das zu den Favoriten zählt, was vielleicht auch möglich ist, aber gewonnen hat schlussendlich God of War. Ragnarök, genau. Da kann ich nicht viel mitreden, ich habe es nicht gespielt. Ich habe kein einziges God of War gespielt. Dann haben wir das beste Action-Game zur Auswahl: Bayonetta 3. Call of Duty Modern Warfare 2. Neon White. Sifu. Und wieder das Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und dort haben wir, glaube ich, beide gesagt, gell? Oh, das wäre jetzt geil, wenn Bayonetta 3 würde gewinnen. Und zwar wegen der Vorgeschichte, wegen dem Shitstorm, was vorhin gegeben hat, wegen der Synchronsprecherin, die eigentlich Bayonetta im Englischen gesprochen hat, wo irgendwie tweetet hat, von wegen, man hätte sie massiv unterbezahlen. Ja. Und dann hat sie aber nachher weitere Storys erzählt, wo es dann wieder ganz anders tönt hat. Und nicht so, wie sie das nach außen kommuniziert hat zuerst. Und ein Hin und Her mit Beschuldigungen, die sie wollte machen. Und schlussendlich hat eine Kollegin von ihr die Rolle, Sprechrolle übernommen. Und sie hat gleich noch eigentlich eine Einladung bekommen für Gastrolle, hat aber nicht mehr wollen. Was sie beleidigt ist eben und im Zeug um geflamed und so. Und von wegen, Leute boykottieren das Spiel und so, wenn er
gerechte Arbeitsbedingungen, Support und bla bla bla. Genau, nicht. Sie ist nur eine kleine scheiß Synchronsprecherin, sorry, aber fuck, ey. Wirklich. Sie ist nicht der Game-Charakter, sie ist nicht die Person, die den Charakter wird steuern und die sie animiert hat, die sie gezeichnet hat, designt, sie nur eine Stimme vergeben. Ja, sie wird für das zahlt, was jede andere Frau sonst jeden Tag macht. Genau. Schnur. Und wow, wir sind überrascht worden. Bayonetta 3 ist Gewinner geworden. Dann haben wir zum besten VR-AR-Game. Haben wir gehabt After the Fall. Among Us VR. Bone Lab. Moss Book 2. Und Red Matter 2. Da ist speziell, da ist generell speziell. Wir haben so, während der ganzen Show sind immer so die Trailer gekommen. Wir sehen jetzt richtig, wo das die Adaption von VR gerade stattfindet. Und das ist gerade im Mobile-VR-Bereich. Dort geht es ganz krass ab. Etwa 80% von den VR-Games, wo man gesehen hat als Trailer, sind einfach Meta-Quest-Exclusives oder Exclusives einfach mal dort drauf entwickelt als erstes. Ja, um dort drauf zu zocken. Ich sag dir's, Oculus hat den VR-Bereich recht nach vorne gepusht. Das ist ja so. Schade, jetzt Facebook übernommen. Aha, das ist auch so. Ja, also ich hätte jetzt, ich muss sagen, Among Us könnte ich einfach als Nicht-VR-Version, habe ich dann auch gespielt gehabt, haben wir auch eine kleine Podcast-Folge darüber. Den Rest kann ich nicht. Und sonst nur Bone Labs kann ich von vielen Hörern sagen, dass das eines der besten VR-Games soll sein, hochgelobt damals wieder. Obwohl, von dem, was ich gesehen habe, habe ich die Faszination vom Zuschauen her nicht wirklich verstanden. Ich müsste es mal selber spielen, um zu schauen, ja, ob mich das auch flasht oder nicht. Darum habe ich einfach von dem her auf Bone Lab getippt, aber schlussendlich... Ich habe sofort auf After the Fall getippt. Hast du es gespielt? Ich habe es auf der Wishlist. Ah, okay. Das ist so von Vertigo Games. Das sind die, die Arizona Zombie gemacht haben. Ah. Das ist schon sehr gut. Und Trailer zu After the Fall. Und es ist auch einer der bestbewerteten Spiele, die immer im Quest-Story, ne? Mhm. Und darum, und ja, das ist, glaube ich, richtig geiler Shooter. Aber gewonnen hat schlussendlich noch der Moss Book 2. Verstehe ich dann schlussendlich. Schon? Ja, wegen Motion Sickness. Aha. Je mehr Leute etwas können zocken, desto, und gell, das Moss Book ist so der Duste, der Kar über so eine Rätselfläche hineinleiten. Ja, das macht schon Sinn. Das macht ja, oder? Sinn. Und das kannst du einfach schön gemütlich sitzen und einfach machen mit dem Controller hin und her pointen und gut ist. Das ist angenehm. Das können die meisten. Ja. Aber es ist After the Fall ist schwierig. Ich muss mal ins Among Us VR reinschauen. Hey, ja, ich auch. Keine Ahnung, wie das gemacht ist, wie es umgesetzt ist. Ah, genau so wie Among Us. Aber du bist so ein riesen Ding. Bist du das Figürli selber, wo man läuft? Du bist das Figürli selber, wo man läuft. Okay, dann wird es schon wieder heikel bei mir. Ja, es wird heikel, weil es halt einfach wirklich läufst wirklich durch Gänge und Zeugs und Sachen. Aha. Und es ist aber auch genau im gleichen Stil, so Cartoon und so. Und dann nachher musst du so herlaufen und drücken den Knopf und dann nachher musst du Sachen lösen und so. Es sieht richtig geil aus. Ja, das wird schon cool. Da haben wir... Innovation in Zugänglichkeit. Aber Software, die besonders freundlich ist für Leute mit irgendwelchen Einschränkungen, sei es körperliche Behinderungen, blind, taub, stumm. Nein, das brauchst du in der Regel nicht gross, sondern du hast Voice-Chat. Und sonstige Einschränkungen. Und dort haben wir gerade zur Auswahl As Dusk Falls. God of War, Ragnarok. Return to Monkey Island, The Last of Us Part 1 und The Quarry. Wobei, nichts von dem finde ich einfach jetzt in der Handhabung. Ja, und ich als 100%
keine Ahnung, was ich gesagt habe. Bewegliche Menschen, ohne Einschränkungen und nichts. Brauchen halt nie irgendwelche Supportunterstützungen. Oder so. Und darum habe ich das, teste ich das gar nicht und schaue es gar nicht an, was mich nicht interessiert, was ich nicht brauche. Und darum habe ich auch keine Ahnung. Und außerdem habe ich auch keines von diesen Games gespielt. Man könnte es definitiv auch nicht sagen. The Last of Us habe ich gesagt, vor allem. Hast du dir gesagt? Ja, nicht komplett. Mhm. Das habe ich gewusst. Das hat aber schon mal eine Auszeichnung bekommen für Zugänglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht das 2 war in dem Moment. Ach schon. Oder was? Aber wieso, dass sie dann ein 1 nochmal reinbringen, obwohl es schon x Jahre alt ist jetzt? Keine Ahnung. Oder ist das Remake schon draussen vom 1? Was bei Mais halt hure heftig ist, ist gerne immer noch die hure Online-Community, also von den Online-Gamer. Das kannst du online spielen? Ja. Okay. Und es ist noch eins von diesen Hardcore-Online-Games, wo du nicht einfach so wirst eine Stift und danach liest mal und musst dich schleichen und kannst nicht einfach. Und okay, aber gut. Interessiert mich nicht. Nein, aber ganz viele andere wahrscheinlich. Das spiele ich lieber. Weißt du, dass das überhaupt auf die Liste kommt? Arma oder so. Das ist ein realistischer Militärshooter. Dort wirst du auch noch einmal getroffen. Ja, aber vielleicht ist das nicht so zugänglich. Nein, das ist ein bisschen komplexer, glaube ich. Ja, darum habe ich gedacht, weißt du, Last of Us, wenn es auf der Liste erscheint, dann wegen dem Online-Multiplayer. Weil dort ist es immer noch ongoing, wenn du so willst. Aber ich wüsste nicht, wie das ist. Ich finde es recht komplex, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, auf jeden Fall, es gewonnen hat, wie schon mehrmals am heutigen Morgen bei uns, was gelaufen ist. God of War, Ragnarök. Genau. Aber vielleicht kann man das einfach so mit 2 Buttons spielen. So eins ist, gib eine Faust. Und das andere gibt die andere Faust. Da haben wir besten Community Support. Mit Apex Legends. Destiny 2. Final Fantasy, was ist jetzt das? 16? 14. 14. Ich hasse römische Zahlen. Fortnite. Und No Man's Sky. Was hast du getippt? Es muss ja ein Game sein, wo auch genug Support-Anfragen bekommt. Und das kann bewältigen. No Man's Sky kann es nicht sein. Ich hätte es jetzt noch fast tippt. Schon? Aha. Ich habe gesagt, wenn dann so etwas Grosses wie Fortnite oder Final Fantasy. Mhm. Bei Destiny ist halt Bungie dahinter. Und Apex Legends hätte ich jetzt nicht so gross eingeschätzt wie ein Fortnite oder ein Final Fantasy, wo das halt eher zum Tragen kommt, die Geschichte. Darum, ich hätte jetzt schon auf die zwei. Und Final Fantasy ist halt geil. Das ist irgendwie kurz nach WoW gestartet. Und das ist, glaube ich, noch nicht so alt. Wow. Final Fantasy? Ja. Wenn wir schnell recherchieren, aber ich meinte, Final Fantasy gibt es schon relativ lang, die machen jetzt schon hure lang Content. Es ist eine Ewigkeit her, als ich Final Fantasy 14 gesagt habe. Und ich habe es geliebt. Und das war so auch in dieser Zeit, als ich so ein bisschen hässig auf WoW war und ein bisschen Abwechslung wollte. Das ist 6 Jahre etwa nach WoW rausgekommen. Und das ist relativ. Ja, es ist nicht so. Also weißt du, 6 Jahre nach WoW ist auch schon vor 12 Jahren oder etwas? Ja, es ist auch schon uralt. Also sagen wir 2004 ungefähr, oder 2003. Ende 2003 ist das gesehen. Oder? Ich glaube, es war 2004 gesehen. Ja, auf jeden Fall bald 20 Jahre oder so. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage einfach von all diesen MMOs von damals ist er nicht so viel aktiv wie jetzt ein WoW oder eben halt ein Final Fantasy. Das hat sich halt schon krass aufrechterhalten. Und dort kommt nach wie vor Content. Das ist auf YouTube nach wie vor Final Fantasy. Ja, das ist nach wie vor absolut.
Ja, und wie du auch gesagt hast, Final Fantasy ist auch unser Gewinner geworden in dieser Runde. Da haben wir Best Mobile Game. Neu. Mit Apex Legends Mobile. Das Diablo Immortal. Genshin Impact. Marvel Snap. Und Tower of Fantasy. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht Diablo Immortal gewinnt, so möglicherweise wegen China. Vielleicht hat sie es das auch gemacht, wenn China nicht in der Firewall gesteckt wird. Wenn sie jetzt ja auch den Volta irgendetwas. Genau. Und auch etwas wieder mitbekommen würde. Ja, ich habe auf Tower of Fantasy tippt, einfach nur weil neu und fresh. Und es ist halt. Ja, aber stimmt halt schon. Es war halt ein kurzer Hype gewesen irgendwie. Aber es hat mal schnell gehypt. Ja, ja. Aber schlussendlich sind wir gleich überrascht worden. Halt überrascht, weil wir es nicht können, gell? Ja. Marvel Snap ist der Gewinner. Es ist irgendein Mobile-Karten-Game, irgendetwas, Sammelkarten. Okay. Aber eben. In den Bildern hat es so ein bisschen wie ein Hearthstone aus. Mhm. Dann kommen wir zu Best Indie. Dann haben wir Cult of the Lamb. Neon White. Sifu. Stray. Und Tunic. Und da habe ich natürlich wieder gehofft, dass Stray gewinnt, weil ich es immer noch feiere. Absolut, aber ich kann in Erwägung sagen, dass es auch Cult of the Lamb könnte sein. Ja. Was eben so ein bisschen speziell lustig ist. Aber ich habe gefunden, weil es eben gerade ein bisschen vom Stil her und so ein bisschen sehr speziell ist und darum schon nicht so Stray wäre absolut verdient. Ja, und schlussendlich ist es auch unser verdienter Sieger geworden, Stray wieder mal. Ja. Hat mich gefreut, ich fand, wir haben es verdient, die Entwickler. Dann haben wir zur Kategorie Best Ongoing, also Spiele, die schon seit längerem am Laufen sind und weiterhin erfolgreich laufen. Nehmen wir Spiele wieder wie Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite und Genshin Impact. Das weiß ich gar nicht mehr. Haben wir wieder das gleiche Tipp gehabt? Keine Ahnung mehr. Ich habe gesagt, Final Fantasy oder Genshin. Ja, stimmt, genau. Genshin hast du auch noch gesagt gehabt. Und ja, Final Fantasy hat auch da noch wieder gewonnen. Dann haben wir Games for Impact. Also ein Spiel, seriös sind, provokativ. Das Hirn nicht anregen, so ein Nachdenken. Soziale Dinge promoten und irgendeine Bedeutung oder eine Message haben, die sie einem mitteilen. Also, was ist der coolste Vogue-Scheiß? Genau, das ist etwa das, was ich im Kopf hatte, als ich das gehört habe. Da haben wir A Memoir Blue. As Dusk Falls. A Citizen Sleeper. Endling. Extinction is Forever. Hindsight. I was a teenage colonist. Ah ja. Exo. Exo colonist. Oh, sorry. I was a teenage exo colonist. Und ich habe kein einziges von diesen Spielen gehabt. Hey, die sind nicht interessiert. Und die sind nicht interessiert. Und gewonnen hat das Dusk Falls und wir gehen zum nächsten. Genau. Dann kommt Best Performance. Scheiße. Das sind individuelle Personen, ausgezeichnet worden für besonders gutes Voice Overacting oder Motion Capture Performance, wie auch immer. Zur Auswahl haben wir Ashley Birch von Horizon Forbidden West. Charlotte McBurney von Plague Tale Requiem. Der Christopher Judge von God of War Ragnarok. Manon Gage von Immortality. Und der Sunny Sulcik von God of War Ragnarok. Und unser Gewinner war der Christopher Judge. Genau, der so. Eigentlich war er wie ein Pimp-Angelegenheit. Scheiße, er ist der Pimp-Auftritt ever. Goldige Huren Zeugs. Es hat nur ein fette Goldkettchen gefällt.
Die müssen noch von Musik einspielen, nach 20 Minuten, wo er dort am Schnurren war. Und der hat nicht aufgehört und der hat so nichts gesagt die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ja, und so ein Wort nach dem anderen, so nicht können fließend schnell einen Satz rauslassen. Und das Peinlichste ist, er ist vom Al Pacino eingeführt worden, so, weil er hat so Al Pacino so, so von wegen, wow, ich bin halt kein Gamer, wie man weiß, aber meine Kinder und ich habe zugeschaut und dann dieses und da. Das ist mega schön, das Medium und da, bla, wie wir Geschichten dann erzählen und so. Und dann nachher tut er den Christopher Judge auf die Bühne holen und dann steht er so im Hintergrund und dann ist er dort und geht so eine Performance ab. Und er gewöhnt gerade diese Performance und lässt nachher so etwas legen. Das ist so etwas von grusig peinlich gewesen, richtig peinlich, wirklich. Ja, also dort habe ich mir auch Notiz gemacht von wegen boring. Einfach wirklich. Ja, Boosted irgendwie haben wir etwas gestockt am rauslassen und nichts allzu interessantes. Und ja, da habe ich und dort und dieses und jenes. Hört dann mal aufschnurren. Voll. Dann müssen wir Musik einspielen, damit der endlich aufhört. Ja, genau. Dann kommen wir zu beste Audio-Design mit Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West. Und da, ja, es hat sich langsam das Muster abbildet. Gut, ich hätte jedes Mal habe ich immer eher auf Elden Ring tippen gehabt. Aber schlussendlich ist es auch das mal wieder God of War gewesen. Genau. Also die haben ganz schön Preise eingeheimst, die Runde. Nachher kommen wir zum Best Score and Music mit A Plague Tale Requiem. Wir haben Elden Ring. God of War Ragnarok. Metal Hellsinger. Und Xenoblade Chronicles 3. Und der Gewinner ist God of War. Wie immer. Wobei ich habe überlegt, vielleicht Xenoblade, weil so Fantasy, japanische Fantasy hat meistens noch geile, schöne Musik und so epische Musik mit Orchester gemacht, auch grosse und so. Aber eben, ich habe es nicht gespielt, von dem habe ich es nicht gewusst. Der Metal Hellsinger habe ich gedacht, wegen dem Konzept. So ein hoher Shooter, wo voll Musik dazu ist, passend und so in die Richtung. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber klingt auch noch interessant. Dann dachte ich, vielleicht auch, wer weiß. Aber ja, Art Standard wieder gesehen. Best Art Direction haben wir Elden Ring. Wir haben God of War, Ragnarok. Horizon Forbidden West. Scorn. Und Stray. Und das war jetzt mal wieder eine Ausnahme gegeben. Und nicht God of War gewonnen, sondern Elden Ring. Obwohl ich auf God of War tippt habe. Genau. Best Narrative. Aber für außer gewöhnlich gutes Storytelling und dergleichen. Worldbuilding quasi da. Geschichtenverzählung. Wieder mit The Plague Tale Requiem. Elden Ring wieder. Wieder God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. Und Immortality. Muss ich sagen, Immortality kann ich auch nicht, muss ich sagen. Hat es gar nicht gesagt. Da habe ich jetzt gedacht, das mit Storytelling könnte vielleicht noch Plague Tale sein. Ja, was auch noch so gehypt ist. Am so. Aber das sieht ja nichts anderes als Story. Genau. Also. Aber da hat natürlich wieder müssen Standard gewinnen. God of War. Genau. Nachher der Best Game Direction. Elden Ring. God of War. Ragnarök. Horizon Forbidden West. Immortality. Und Stray. Und das ist wieder so ein heisser. Ich habe gedacht, kommt jetzt vielleicht das mal, das Horizon, was bis gewinnt. Aber eigentlich ist man immer bei dem 50-50. Zwischen Elden Ring und God of War, genau. And the winner is Elden Ring. Und jetzt kommt die wichtigste Kategorie natürlich zum Schluss. Und das ist
um was es an einer Game of the Year Sendung geht. Was ist jetzt ein Spiel des Jahres geworden? Und da haben wir A Plague Tale Requiem. Wir haben Elden Ring. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. Stray. Und Xenoblade Chronicles 3. Das mal nicht God of War gewonnen, sondern Elden Ring ist der grosse Gewinner schlussendlich vom Abend gesehen. Hat zwar nicht so viele Titel, glaube ich, gekämpft wie God of War, aber dafür der wichtigste von allen, was es darum geht. Ja, aber vielleicht muss ich das tatsächlich einfach genauer anschauen. Ja, ich vielleicht auch. Vielleicht wirklich. Ja, und jetzt haben wir mal die ganze Auszeichnungen durch und kommen wir zum interessanten Paar. Und zwar das, was wir uns nebenbei aufgeschrieben haben, was so abgelaufen ist, was ins Auge gestochen ist, was einem interessiert hat oder schockiert hat oder wie auch immer. Mhm. Und in der Reihenfolge angefangen hat es bei Viewfinder, wo ich gefunden habe, es ist ein interessantes Konzept. Und wie das mit der Visualisierung umgesetzt ist, hat mich jetzt auch noch fasziniert. Buh, Scheissdreck, buh. Und für, um das auch in der Kunstbanause zu erklären. Du bist irgendwo in einer Welt, was auch immer, wo auch immer. Und du hast so Medien, zum Beispiel irgendein Foto, das du aufnimmst, wo irgendwie eine Landschaft drauf ist mit etwas und dann tust du das irgendwo herheben, so in der Luft herheben und kannst das irgendwie loslassen und nachher, wenn du dich umbewegst, ist nachher eigentlich, plötzlich... Ja. Ah, es ist so schwer zu erklären. Ja, eigentlich, ein Foto, du schaust es so an und du erkennst die Illusionen, die Bildillusionen. Die Brainfuck-Bilder, wo du so ein 2D-Modell hast, wo eigentlich 3D aussieht, so komisch. Die Stege, die immer darauf geht, obwohl das gar nicht geht, weil es einfach so gezeichnet ist, dass das Hirn das nicht böckt. Oder Sachen, die du seitlich schiebst und danach wird es 3D und so. Und das ist genau so, du hast so ein 2D-Bild eigentlich, wo du aufhebst, dann tust du den Kopf über neigen und danach siehst du so wie das 3D eigentlich von der Schwarz-Weiss-Zeichnung sich rauslöst, in die Landschaft hinein verschmilzt und eigentlich dann das entsteht in der Landschaft, die du auf dem Bild gehabt hast. So. Und du kannst, glaube ich, nachher quasi nachher dort reinlaufen, in das Bild hinein und bist nachher drin. Ja. Das hat mich fasziniert. Das sieht geil aus, ja. Muss ich, glaube mal reinschauen, wenn es draußen ist. Mhm. Da haben sie vorgestellt, dass Among Us Hide and Seek. Ein Game Mode für Among Us. Sieht interessant aus. Lustig, genau. Ja, für mich fast besser als original Among Us irgendwie. Einfach so das Klassische. Die Leute verstecken sich und einer ist der Böse. Hey, ja, es ist eigentlich so wie das Friday, der 13. Oder das, wie heisst das andere? Daylight. Ah, Dead by Daylight. Dead by Daylight, ja genau. Wo es darum geht, halt Sachen zu machen, um sich zu verstecken und nicht gefressen werden. So. Mhm. Und das halt so in einem Mangas-Universum ist halt schon sehr lustig. Ja, voll. Und eben der, wo quasi der ist, wo muss die anderen Spieler vor bzw. ermeucheln oder schlitzen. Genau. Der hat noch ein bisschen schnelleren Speed und kann dich darum aufholen. Und du musst, wenn er Marsch ist, probieren abzuhängen. Kannst irgendwo durch eine Lüftungsschacht durch, kannst du mir entkommen, aber sonst ist er jetzt kritisch und so. hat lustig ausgesehen. Dann hat es After Us gehabt. Das hat mich auch so vom Artstil noch, wie sagst du, noch gefallen gehabt. Es hat so zum Teil, je nach Bildsetting, hat es ein bisschen was gesehen wie Ori and the Blind Forest. Mhm. Oder der zweite Teil, was war es, der Wisp. Will of the Wisp oder so etwas. So ein bisschen mit diesen dunklen, leuchtigen und blauen Farben. Aber das war da ein bisschen mehr 3D, nicht so ein bisschen 2D-Seitenansicht, wie das Ohr in mir war. Und du hast auch so ein Mädchen, das so ganz in weiß gekleidet ist, mit so weißen langen Haaren, das auch so ein bisschen Anime-Touch hatte. Beziehungsweise sie als Charakter ist mir mega bekannt vorgekommen, so mit dem komplett weißen Stil.
Und ich glaube, ich habe schon ein Anime gesehen, wo war schon so einen Charakter hatte, so einen weiblichen Charakter, der sehr ähnlich ausgesehen hat zumindest. Und darum hat mich das jetzt auch noch interessiert. Aber ich habe keine Ahnung, um was es ganz genau geht. Aber so vom Stil her und so, und ich muss sagen, muss ich jetzt vielleicht auch mal das Auge drauf behalten, was das dann effektiv ist. Dann haben wir gehabt, was noch interessant ausgesehen hat, Replaced. Mhm. So ein kleines Seitenansicht, so ein bisschen 2D, 3D mit Cyberpunk-Optik. Das ist eigentlich ein 2D-Plattformer, aber so mit Pixel-Look und auch so ein bisschen schönen Grafikeffekt, so ein bisschen Spiegelung, Wasserspiegelung und Licht, so ein bisschen ähnlich wie man es aus einem Octopath Traveler kennt. Und eben so ein bisschen im Cyberpunk-Setting aussieht, so. Denke, dort muss ich auch mal einen Blick drauf werfen. Dann, auf was ich mich besonders gefreut habe, vielleicht am meisten von allem, ist, wo nachher der Trailer angefangen hat und du hast so, so Zeichnung gesehen, Dummriss und so, und ich so gefragt, oh, ist das echt das Hades? Und es ist ein Hades. Es ist ein Hades 2. Die, die unsere Folge gelassen haben, unser persönliches, oder zumindest mein persönliches Game of the Year von letztem Jahr. Mhm. Und ja, ich freue mich super, dass da jetzt ein zweiter Teil kommt. Hat wieder cool ausgesehen und dann werde ich definitiv wieder müssen pösteln, wenn er rauskommt. Und ordentlich durchsuchten, wenn es so weit ist. Und dann wird es wahrscheinlich auch wieder eine Folge darüber geben, wo man darüber redet, hat er meine Erwartungen können erfüllen? Wird er im ersten Teil gerecht? Oder kann man es einfach das epische Original nicht mehr es noch einmal kopieren? Ich sage einfach schon voraus, sie machen einen wundervollen Job, weil es sieht einfach schon hammergeil aus, was man gesehen hat. Das stimmt, das stimmt. Was auch noch interessant ausgesehen hat, ist Judas von den Bioshock-Macher. Und ja, es hat auch grafisch noch vom Stil her hat es mir gefallen und es hat sehr abgedreht ausgesehen mit den Figuren, die dort vorkommen sind, so sehr abgedrehte, surreale Figuren zum Teil und eine komische Welt, wie man es halt schon ein bisschen aus Bioshock kennt und Bioshock Infinite. Denke ich, könnte das auch vielleicht mit der Story wieder eine recht spannende Sache werden. Ich habe es sicher jedenfalls auch mal im Hinterkopf für die Zukunft, wenn es da so weit ist. Was noch lustig ausgesehen ist Party Animals. So ein Multiplayer, keine Ahnung, wie man sagen will. So ein bisschen wie Fall Guy im Prinzip ein bisschen weit, wo du auch so musst deine Mitstreiter quasi zum Scheitern bringen. Irgendwie kannst du so ein bisschen sabotieren, irgendwas Zeug abschöpfen oder es mit irgendwelchen Gegenständen umhauen und so Sachen. Und du bist so kleine, herzige Viechli, sei es irgendwie ein kleiner Otter, ein kleiner Dino oder ein kleiner Fuchs oder jenes anderes, was gibt es noch? Das sieht noch lustig aus. Ja, hat noch lustig aus, genau so, so Mobbing zusammenhöckeln und eine runde Unsinn machen. Ja. Was auch noch ein bisschen interessant ausgesehen hat, ist Jedi Survivor. Wo ich mich aber gefragt habe, ist es so ein Fallen Order 2 vom Spielstil her? Oder geht es mehr in Richtung von der früheren, wie haben sie geheissen? Jedi Academy, Jedi Outcast. Ja, einfach von der früheren Jedi Knight haben sie noch geheissen, der eine Teil und so. Ob es so ein bisschen in die Richtung geht oder ob es etwas anderes wird, weder Fallen Order noch Jedi Knight in diesem Stil. Das muss ich sicher auch mal im Auge behalten. Es ist auch gleich noch ein Star Wars Game und Star Wars ist halt schon ein cooles Universum prinzipiell. Dann haben wir gesehen Dune Awakening. Das ist jetzt das, was du gemeint hast, das Open World Survival MMO. Mhm. Wo ja, grafisch noch auch nicht schlecht ausgesehen hat. Aber ich muss sagen, ich weiss es nicht. So Dune hat mich jetzt nie so wahnsinnig angemacht. Überhaupt nicht. Ich habe nicht einmal den neuen Film gesehen, nur den Original von 1984, den alten noch. Und die Spiele, die sind mir nicht zahlt gewesen, damals der Dune-Strategiespiel, die habe ich noch in einem nicht mehr gespielt gehabt. Dann sind wir mal wieder überrascht worden.
mit vom Hideo Kojima mit Death Stranding 2. Ja. Wobei ich das 1 nicht gespielt habe, bis jetzt. Ah, es ist halt schon. Ja, aber sind wir gespannt, weil er selber hat ja auch einen Podcast. Ich glaube, ist er sogar auf Spotify. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wo er drauf ist. Und er so ein bisschen erzählt damals, dann bin ich aber der Meinung, dass ich gehört habe, dass er anscheinend an einem Game am Entwickeln ist, wo er sagt, soll revolutionär werden für Sachen Gaming. In der Zukunft vielleicht wegweisend oder so. Und darum habe ich zuerst gedacht, ist das das? Nein, es ist ja nur Death Stranding 2. Ich bin jetzt nicht sicher gewesen, hat er jetzt eigentlich in Death Stranding 2 irgendwelche Sachen, die er findet, werden revolutionär werden oder nicht. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass er noch einen weiteren Titel dran ist. Und ja, möglicherweise ist dann das der angebliche revolutionäre Teil. Dann das Tekken 8 haben wir gesehen, wie das Prügel-Game. Wie muss ich sagen, das letzte Tekken, das ich gespielt habe, war das Tekken Tag Tournament auf der PS2 noch. Das ist das Titel her. Tekken war nie meins. Das ist, glaube ich, so mein erster Street Fighter habe ich gezockt und Mortal Kombat. Ich dafür die beiden nicht damals. Ja. Mortal Kombat erst. Viel, viel später. Eines von den neueren Teilen. Ja, gut, ich könnte das Tekken, denke ich, wahrscheinlich auch nicht hinschauen, weil ich habe noch Soul Calibur. Das war, glaube ich, mein erster Beat'em-up-Titel. Und ich habe das letzte Soul Calibur, das rausgekommen ist, vor ein paar Jahren, habe ich noch nicht durchgespielt. Bevor ich die anderen Prügel kaufe, möchte ich zuerst mal dort weiterspielen. Da haben sie noch gezeigt, einen Trailer von Nightingale. Das Open-World-Survival-Spiel mit Crafting, das so ein bisschen in einem viktorianischen Fantasy-Setting ist, wo du auch irgendwelche Fantasy-Viecher als Gegner siehst, irgend so einen grossen Riese und so Sachen. Und irgendwelche Portale und so. Aber das hat auch interessant ausgesehen. Muss ich vielleicht dann auch mal einen Blick reinwerfen, wenn das rauskommt. Ob das noch etwas könnte sein? Jupp. Dann haben wir das Baldur's Gate 3 von Larian Studios, wo wir von Divinity kennen. Also die haben ja mit Divinity Originals in 1 und 2 recht gute Titel gemacht und haben dann, glaube ich, noch wegen dem auch die Lizenz bekommen für das Baldur's Gate 3. Ich bin gespannt auf das. Ja, dort muss ich wahrscheinlich auch mal reinschauen, obwohl ich noch kein Baldur's Gate gespielt habe, muss ich sagen. Sieht einfach hammergeil aus. Vor allem so der Wechsel in 3D-Perspektiven, aber wenn Action ist und so, das finde ich, das habe ich ganz krass gefunden. Und was ich noch gespannt bin, ist auf das Blue Protocol von Bandai Namco in Klammern mit dem Amazon Studio zusammen, zumindest im Westen. Wird wahrscheinlich für die Veröffentlichung Amazon Studios verantwortlich sein, vielleicht für die Lokalisierung und dergleichen. Aber es war auch so eine schöne, bunte Welt, wie so ein Tower of Fantasy oder Genshin Impact. Im Anime-Style wird es anscheinend das MMO werden, aber mit PvE-Fokus und es soll eine spannende, voll vertonte Story geben, vor allem. Ja, bin ich auch gespannt. Und dort muss ich dann vielleicht auch mal hinschauen, aber das könnte mir auch noch gefallen. Was auch interessant ausgesehen hat, ist das Behemoth, das VR-Game, wo du viel mit Kleidern dich fortbewegst, die Grappling Hook hast, wie sagst du denn? Eine Wurfhacke, so etwas. Ich weiß nicht mehr, wie man sagt. Wurfhacke, ja, ja. Ja, irgendwie so ein bisschen umgebungstechnisch fast so ein bisschen wie ein Skyrim ausgesehen zum Teil. Und du hast auch so riesige Huren Monster als Gegner. Ist irgendwie, ich glaube, ein Ries oder etwas auch gewesen, wo zig Meter hoch ist. Und das ist, glaube ich, auch Teil des Kampfes besteht darin, dass du diese riesen, also die riesigen Viecher, die Behemoths, musst besteigen, quasi aufklettern, um die zu bekämpfen. Und das für VR sieht interessant aus, aber ob ich das lang zocken kann, ohne dass mir übel wird, das ist dann die andere Frage. Ja. Also, das ist eine Witcher 3 Enhanced Edition.
wo jetzt auch die nächsten Tage rauskommt, werde ich sicher drauf tun. Und mal schauen, wie es jetzt ein bisschen mit hübscherer Grafik aussieht. Und vielleicht mal einen Durchgang durchzocken, wer weiß. Dann haben wir das Crash Team Rumble von meinem Crash Bandicoot. Dort bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich habe schon gehofft, dass es ein neues Crash Bandicoot wird. Das wäre dann, glaube ich, das 5 theoretisch, wenn es 1 gewesen wäre. Aber es ist jetzt mehr so ein 4 gegen 4, wie sagst du, System, wo du musst, es irgendwie darum geht, du musst die Äpfel, die Früchte, die du am liebsten einsammeln in den Crash Games, gegenseitig, also einsammeln, wer wahrscheinlich am Schluss die meisten eingesammelt hat, oder wie auch immer. Und keine Ahnung, was du noch machen kannst, vielleicht um die Gegner dran zu hindern oder so. Cyberpunk Phantom Liberty, das Add-on, das erste und anscheinend auch das einzige Add-on, was hat rausgekommen für Cyberpunk, offiziell zumindest. Das wird man wahrscheinlich auch müssen geben. Und dann haben wir noch gehabt, Armored Core, was ist das, 6? VI? Ja, das hätte ich uns gar nicht gesagt. Es ist so ein Action-Mech-Game. Also es ist recht, der Trailer ist recht actionlastig losgegangen. Alles ist explodiert irgendwie im Himmel. Und dann, also zuerst ist die Erde komplett vernichtet worden, eigentlich fast verbrannt. Und danach geht es im Space weiter mit Raumschiff und Zeugs und Sachen und dann landet es und dann und dann kommen die Mechs raus und dann ist es ein riesen hoher Mech-Fight so, und wir so, ah, ist recht mechig, und danach ist der Titel gekommen und 6 bedeutet, dass es irgendwie der 6. ist von denen und ja, und ich sehe das zum ersten Mal. Ich eben auch, und anscheinend ist der letzte Teil eben fast 5 vor 10 Jahren rausgekommen. Oh, krass. Also hat es lange nicht mitgegeben. Vor allem, was mich überrascht hat, ist, dass das von From Software ist. Von unseren Dark Souls-Macher. Und darum bin ich gespannt, ja, in was für eine Richtung das ist. Weil ich die Vorgänger keine Ahnung habe, wie sich das spielt. Ich bin zwar nicht so der Mech-Typ, was das Game anbelangt, aber dort mal schauen, wenn es so weit ist. Vielleicht ein Let's Play reinschauen, ob das gleich noch könnte lustig sein. Und jetzt kommen wir zu deinem grossen Titel, zum Sky Children of Light. Ein Social Indie Abenteuerspiel von Dead Game Company, wo man kennt von Flower oder am ehesten noch von Journey, was wir gespielt haben damals und annonciert haben. Es ist schon im 2019 rausgekommen für iOS, 2020 für Android und letztes Jahr dann Anfangs für Switch. Dann ist im 2019 auch von Apple das iPhone-Spiel des Jahres geworden. Du bist irgendwie in einem magischen Königreich unterwegs, wo es 7 verschiedene Reiche gibt. Kannst dir irgendwie einen Umhang zutun oder kannst fliegen. Du hast eine Heimat, wo so ein Knotenpunkt zwischen den verschiedenen Welten ist. Und es kommen irgendwelche Geister vor, wo du kannst irgendwelche kosmetische und auch, ich glaube, gameverändernde Sachen kaufen gegen Ingame-Währung. Und ab und zu kannst du auch irgendwelche verlorene Sterne finden, wo du nachher mit denen kannst höher fliegen. Und das war so speziell gewesen gestern. Wie sind wir gestern auf das gekommen? Gestern war speziell gewesen und wir sind auf das gekommen, weil... Ah, die haben in dem ganzen Event innen so gesagt, hey, denkt dran, echte 30 IST-Konzert auf Sky Children of Light. Und ich so, was? Dann musste ich schauen, habe die Switch vorgenommen, habe Sky geschaut, kostenloses Game, schon zum Abladen dort. Ja, eben, schon seit 2019 zum Abladen dort. Ja, habe ich runtergeladen, gestartet. Es ist wie ein Journey, einfach ein Multiplayer-Journey, wenn du so willst. Du hast auch Zeug sammeln und dann kannst du fliegen. Aber ich habe mich eingeloggt und allererstes hat mich kein Tutorial machen und nichts. Es hat gesagt, oh, es geht gerade ein Konzert los, willst du gerade teilnehmen? Und ich fand, ja, ist gut. Und danach hat man dort gewartet, bis der Timer da unten war. Und dann kann man so Platz nehmen. Es waren tausende von Leuten dort gewesen, rundum. So eine riesen Halle, so viele Menschen sind dort gesessen und einfach so gross. Und danach geht das Konzert los und das nimmt dich so mit. Sie singt,
etwas. Also die Dame, die gesungen hat, ist vorher dran gestanden und hat gesungen. Und danach ändert sich die ganze Umgebung. Es ist so ein bisschen trippy, spacey. Und es haben sich zum Beispiel alle in einen Schmetterling verwandelt und dann fliegst du um und dann kannst du Knöpfchen drücken zum Flattern und machen und das sieht dann schön aus und man ist im Schwarm unterwegs, weil die Tausende von Leuten, die da mitmachen, die sind dann halt auch alle miteinander am Fliegen. Das ist schon recht gestaunt, wie krass, dass die Daten flüssig verarbeitet werden. Es ist wirklich ein riesiger Schwarm an Menschen, die unterwegs sind. Nein, Musik, mega meditativ, interaktiv, es war einfach ein cooles Erlebnis, ein cooler Abschluss grundsätzlich. Ja, irgendwann ist man sich in so einen Fisch verwandelt und dann nachher schwimmst du um in dem Wasser rein und hat Quallen und alles bunt rundherum und es wird gesungen und der ganze Schwarm ist so viel Fisch, wo am Schwimmen ist. Ja, das war so ein Konzert gewesen, so. Das ist halt noch cool gewesen. Es ist nicht einfach, du hockst dort und sondern es geht noch so LSD-Trippe Zeugs ab, während das gesungen wird. Das habe ich noch cool gefunden. Ja, wir haben uns das neben nach der Show noch gegeben. Hast du nachher gesehen? Mhm. Sind immer noch wach geblieben. Ich bin da irgendwann in dieser meditativen Musik eingeschlafen. Und irgendwann bin ich dann wieder verwacht. Und dann war es einfach dunkel. Und das Konzert war immer noch am Laufen. Und ich war ganz alleine. Und ich dachte, oh, ist der Bo ein Fisch geworden? Und in dem Schwarm in der Mauer. Oder eine Raupe. Also kein Fisch mehr unterwegs gewesen. Aber dann ist sie irgendwie, auch als wie ein Engel hat sie ausgesehen, so mit grossen Flügeln. Ich weiß nicht, ob sie immer so ausgesehen hat. Und dann hat sie irgendwie ein bisschen Sachen gesungen. Ich habe dann erst noch weitergeschaut. Und dann, ist sie in die Luft geflogen und dann sind dann auch alle Leute einfach in der Luft so ein bisschen nachgeflogen, mit dem Zeug rumgeflogen, automatisch. Und dann bist du irgendwo das Zeug hergeflogen so, und dann bist du dann einfach dort gestanden, irgendwo in einem Eckel drin, haben eine Wand angeschaut, während sie hinten dran weiter gesungen hat und dann plötzlich so, dann sind ich auch der Wiese durch die Luft durchgeschleudert, irgendwo anders in eine Ecke rein, und dann dort wieder gestanden und dann weitergegangen, dann wieder in die Luft rumgeschleudert und dann bin ich wieder auf der Rang und in der Tribüne gelandet und habe ich wieder gesehen etwas. Und nachher der ist dann irgendwann fertig gewesen. Dann ist sie verschwunden. Und nachher ist der Kopf wegen an diesem Konzert haben, so haben gesagt, 3955 Leute teilgenommen, gleichzeitig. Also, wir haben jetzt darüber geredet, weil wenn das alle gewesen wären, wäre das nicht so viel gewesen, für das wahrscheinlich sehr viele Leute an die Game Awards geschaut haben, schätze ich mal. Aber das ist massig viel. Gleich eigentlich. Ach, ich weiß nicht. Weiß nicht. Ja, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht aber haben wir überlegt, ob sie vielleicht auch so quasi mehrere Server oder Instanzen haben, die getrennt sind voneinander, aber weil sie nicht können, irgendwie 50'000 Leute, sagt mal übertrieben, gleichzeitig in quasi einer Welt drin haben, dass du quasi mehrere Kopien hast. Und dann vielleicht ist 4'000 das Limit gesehen, dass nicht mehr als 4'000 gleichzeitig drauf Platz haben pro Welt oder was auch immer. Wer weiß, ich weiß es nicht. Es war nur so eine Idee gewesen, dass es vielleicht noch mehr gehabt als die. Auf jeden Fall, nachher hast du gesehen, die Leute dort dann rumlaufen, die Spielfiguren, und dann haben sie noch schreiben können. So Sprechblasen gehabt, und die einen gesagt, wow, und der andere irgendwie auf, keine Ahnung, Spanisch oder was, drin etwas geschrieben von Konzert, mega gut, oder irgendetwas, so, wow, irgendwie. Nachdem ich sage, okay, dann kannst du einfach gleich noch miteinander schreiben, irgendwie, irgendwas, keine Ahnung. Und dann hast du meinen Charakter schon dort gehöckelt auf der Tribüne weiterhin und hast so das Z-Symbol gehabt, so quasi, wahrscheinlich, weil ich AFK war, also ich habe nichts gemacht, ich habe mit dem Controller, ich habe es nur vom Sofa aus angeschaut, was so abgegangen ist. Und nachher ist es noch ein bisschen so gegangen und die Leute sind immer noch unterwegs gewesen, rumgekumpelt und irgendwelche Modes gemacht und Geräuschchen und Zeugs und Sachen. Und
dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet und weitergeschlafen. Ja, aber es war noch interessant, das Erlebnis. Ja, das war ein cooler Abschluss eigentlich. Genau, und dann sind wir morgen früh schon wieder auf der Bike und jetzt den ganzen Podcast vorbereitet und aufgenommen, damit ihr dann so schnell wie möglich habt, ja, zum Event dazu. Ja, das war auch schon gesehen von unserer Seite. Danke uns. Wieder mal danke für den ganzen Aufwand. Genau. Für die schlaflose Nacht. Ja. Und merci fürs Zuhören, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.